Liebe Freunde der Malgruppe, leider hat uns das Coronavirus auseinandergebracht, aber ich habe mir überlegt, dass wir ja trotzdem über das Malen verbunden bleiben können. Und natürlich freut mich auch, wenn andere Malfreunde das Video für sich entdecken. Heute soll es darum gehen, bestimmte Objekte, wie zum Beispiel diese kleine Kanne, mit Wasserfarben umzusetzen. Und zu diesem Zweck haben wir uns ja bereits in Vorskizzen mit dem Objekt, mit Licht- und Schattenseiten, aber auch speziellen Reflexionen auf den Objekten auseinandergesetzt. Unser Skizzenbuch ist nun eine gute Grundlage, um das Motiv auf etwas festeren Karton zu übertragen, was ich entsprechend schon vorbereitet habe. Und hier habe ich die kleine Kanne ausgeschnitten und auch entsprechend eingeschnitten. Unser Endergebnis soll dann in etwa so ausschauen. Bevor wir mit dem eigentlichen Malprozess starten, habe ich noch einige Vorbereitungen getroffen, zum Beispiel die Auswahl der Pinsel. Bei dem Malen mit Wasserfarben ist es wichtig, dass unser Pinsel viel Wasser und Pigment aufnehmen kann. Geeignet sind zum Beispiel diese französischen Aquarellpinsel in zwei verschiedenen Größen. Das ermöglicht später auch, dass Wassertropfen auf dem Blatt ausgeschlagen werden können. Für die Linien- und Flächengestaltung habe ich noch einen dünneren Aquarellpinsel vorbereitet. Denkbar sind aber auch etwas einfachere Varianten, die einen kräftigen Pinselbauch aufweisen. Da ich später mit Tusche arbeite, habe ich zum Aufnehmen der Tusche noch zwei dünnere, ganz normale Pinsel bereitgestellt. Für das Anlösen von Farbpigmenten mit Wasser verwende ich diesen Gummiball. Hier ist es gut möglich, Wasser aufzunehmen und das in die einzelnen Farbnäpfe zu verteilen. Für das Arbeiten mit Wasserfarben ist natürlich das Wasser essentiell, was ich dort in zwei verschiedenen Gefäßen bereitgestellt habe. Außerdem verwende ich diese Wassersprühflasche. Zum Auftrocknen der einzelnen Farbschichten habe ich zusätzlich einen Föhn bereitgelegt. Man könnte dies auch an der Luft antrocknen lassen, was dann etwas mehr Geduld benötigt. Außerdem habe ich zwei verschiedene Paletten bereitgestellt. Einmal eine flächige Palette, die erlaubt, dass die unterschiedlichen Farben sich zu neuen Nuancen vermischen können. Und eine kleinere Palette, die die Farben getrennt hält. Bezüglich Farben gibt es verschiedene Varianten. Man könnte zum Beispiel verdünnte Acrylfarbe verwenden oder auch Gouachefarben oder Aquarellfarben. Ich habe mich für die einfache Variante dieser Schulmalfarben entschieden, da sie recht kräftige und leuchtende Ergebnisse bringt. Zum Aufhellen der Farben verwende ich diese weiße Tusche und zum Abdunkeln schwarze Tusche. Wichtig ist, dass diese vorher gut aufgeschüttelt sind. Mein Aquarellblatt habe ich auf einem festen Karton schon aufgespannt. Das ist wichtig, dass das an den Rändern gut fixiert ist, da durch das Einwirken von Wasser das Blatt sich verziehen kann. Als nächsten Schritt fixiere ich mein Objekt auf dem Aquarellpapier. Dazu umfahre ich die Schablone mit dem Bleistift. Auch Glanzlichter, die ich hier rausgeschnitten habe, zeichne ich mit ein. Und dann nehme ich noch einige Ergänzungen vor. Ich vielleicht das ein oder andere Glanzlicht noch einzeichne.
den Schatten, den das Objekt wirft. Das heißt, das Licht kommt von hier vorn. Das heißt, der Schatten wird quasi nach hinten geworfen, etwa in dieser Form. So, jetzt habe ich die Umrisse meines Objektes skizziert. Und damit ich im Weiteren mich noch an den hellen und dunklen Stellen orientieren kann, tue ich das in der Nähe positionieren. Außerdem kann ich mich noch an der Originalkanne orientieren, die ich auch in meiner Nähe aufgestellt habe. Nun zum Anmischen der Farben. Mit viel Wasser werden die Farben in den einzelnen Farbnäpfen gelöst. Die Kanne hat einen Rotton, also so rosa, pink. In dieser Palette werde ich die Farben anmischen. Außerdem bereite ich mir noch die Tusche vor. Gut aufschütteln. Gut ist, wenn man hier einfach etwas Zellstoffpapier hat. Probekärtchen von Aquarellpapier, um vielleicht die Farbe und die Konsistenz zunächst zu testen. Bei Wasserfarben beginnen wir mit der hellsten Farbe und arbeiten uns zum dunkelsten vor. Alles das, was Glanzlichter sind, wird auf dem Blatt ausgespart. Mit dem zarten Rosa beginnen. Möglichst auf das ganze Blatt aufsetzen und die Spitze fährt entlang der Randlinien. Und in die nasse Farbe hinein kann ich dann noch etwas Pink tupfen, vor allen Dingen da, wo eher so meine dunkleren Stellen sind. Überschüssiges Wasser kann ich auch mit dem Zellstoffpapier wieder aufnehmen. Und dann kann ich auch reines Wasser noch eintupfen. Es gibt dann sogenannte Fließränder, aufgetrocknet. Hier gibt es noch einige kleine nassen Stellen und da kann ich auch mit dem Föhn noch etwas nachhelfen. Die erste Farbschicht sollte also vollkommen trocken sein. Ich fixiere dann, falls sich das ablöst. Neu und kann dann mit der nächsten Farbschicht beginnen. Da beginne ich dort, wo die dunkleren Stellen sind. Die Ränder kann ich dann etwas fließend gestalten, indem ich hier Wasser einbringe. So, und aufhellen kann ich dann die Farbe mit dem Weiß. Immer wieder über die Oberfläche.
Oberfläche. Deckel der Kanne, das verschiedene Reflexionen hier einzeichnen. Mit einer Tusche. Glanzpunkte anbringen. Schicht arbeite ich dann nochmal die dunklen Stellen heraus. Dazu kann ich meinen Pinkton mit etwas Dunkelrot und verstärke hier nochmal die dunkelsten Stellen. Ich kann hier auch noch mit der Sprühflasche arbeiten und das Ganze wieder etwas auflösen, was fest geworden ist. Am Ende ich noch mit einer etwas dunkleren Farbe hinein, vielleicht mit so einem Blauton. Ich auch hier auf der Palette mit dem Rot etwas vermische und deute dann nochmal die auf der Kanne liegenden Schatten an. Ich nehme über die Kanne einige weiße Farbspritzer legen. Das gibt dem Ganzen noch etwas Lebendigkeit. So, auch diese Farbschicht ist gut aufgetrocknet. Wer möchte, kann da mit dem Film nachhelfen. Und jetzt geht es um die Hintergrundgestaltung. Das heißt, ich möchte ein möglichst spannungsreiches Bild erzeugen. Und da kann ich mich hier gut am Farbkreis orientieren, dass ich in Richtung Komplementärfarbe gehe. Das heißt, die Farben, die meinem Rosa-Rot entgegenstehen. Und eben da sieht man, dass es vor allen Dingen Grün- oder Blautöne sind. Also mische ich mir erneut die Farbpigmente an. So diverse Grüntöne. Löse das Farbpigment gut mit dem Pinsel. So, und ich beginne dann, um das Objekt herum zu malen. Mit so einem Grünton. Und ich bringe auch hier reichlich Wasser rein. Und gehe dann den Blauton in verschiedene Bereiche hinein, dass die Farben verfließen. Jetzt ich noch reines Wasser einbringe, entstehen sogenannte Fließränder. Gut, in dem Bereich
Bereich, wo der Schatten liegt, kann ich dann ebenfalls mit einer dunkleren Farbe, ich nehme mal so mit dem Blauton hineingehen. Direkt am Objekt ist mein Schatten am dunkelsten, also kann ich hier auch gut nochmal mit der Tusche arbeiten. Dabei lassen sich auch diese vom Wasserstrahl getriebenen Tropfen nutzen, die ergeben Zufallsobjekt. So, nachdem diese Schicht ebenfalls aufgetrocknet ist, kann ich hier drüber arbeiten und es weiter verdunkeln. Also wieder mit verschiedenen Grün- und Blautönen und nicht mit Farbe sparen und hin und wieder auch den Pinsel tropfenartig ausschlagen oder direkt auf das Blatt. Gut, die gegenüberliegende Seite, die helle Seite, gestalte ich mit Gelb- und Ockertönen. Auch hierzu wieder Farbpigmente anlösen. Ausarbeiten, lasieren und auch Farbreste, die ich noch auf der Palette habe, kann ich eigentlich sehr schön mit einfließen lassen. Und auch diese Farbschicht lasse ich wieder auftrocknen bzw. setze den Föhn ein, um gezielt solche Farbnasen und freche Verläufe zu erreichen. So, nachdem diese weitere Farbschicht angetrocknet ist, kann ich nochmal reingehen ins Blatt und noch dunklere Akzente setzen, zum Beispiel hier oben in dem Bereich oder auch im Bereich, wo der Schatten der Kanne liegt. Dazu nehme ich dann etwas dunklere Farbe, Blau. Und auf der anderen Seite lege ich in etwas so den die Kante, vielleicht eine Tischkante fest, die etwas so im unteren Drittel verläuft. Das mache ich mit meiner weißen Tusche. Und auch diese Schicht lasse ich antrocknen. So, mein Bild ist fast fertig. Der letzte Schliff, dass ich nochmal verschiedene Kontraste nachziehe. So zeichne ich mit der Tusche nochmal verschiedene Glanzpunkte ein. So, am Ende kann ich nochmal schauen, wo so Schatten liegt. Kann ich mir vielleicht auch nochmal die Originalkanne in die Nähe rücken und nochmal schauen, hier unten ist so der Schatten und dann kann ich mit einer dunklen Farbe nochmal die Schatten und auch die Grundfläche hier andeuten. Thank you.
Ergebnis liegt uns nun vor. Ich werde das gleich noch etwas pressen. Und ich hoffe, Sie hatten Freude beim Malen und sind mit Ihrem Ergebnis zufrieden. Und wenn das noch nicht der Fall sein sollte, dann fangen Sie gleich noch einmal an. Üben Sie weiter, geben Sie niemals auf. Verlassen Sie sich dabei auf Ihre eigenen Impulse und Intuition. Ich jedenfalls freue mich auf Ihre Bilder in der nächsten Malgruppe, wann immer das auch sein mag. Doch auch Corona geht einmal vorbei. Bleiben Sie gesund und geben Sie sich Sorge.